jetzt hinhaut mit dir mit Multiplayer. Bei ETS und ATS. Ja. Carlos, wolltest du dir einen Kaffee machen? Was? Ob ich mir einen Kaffee machen wollte? Ja. Dann mach ich mir nachher gleich. Machen wir, glaube ich, gleich noch was zu essen. Ihr kriegt gerade ein bisschen. Nee. Weil ey, am Arsch der Welt ist, ich weiß auch noch. Switching. Ist doch mal cool, dass man in der normalen Raw schon mal eine Elimination Tag Team Match kommt, ey. Ja, ist mal Abwechslung. Rauskommt, ey. Glaube ich nicht dran. Was macht nicht so scheiße. Das wollen wir so lange machen muss, ey. Kriegen das noch rum, wir kriegen das 2000 Jahre später, ey. War mal so genau. Ich glaube nicht, dass sie das auf der Kette kriegen. Kotzen ist sowas, ey. Vielleicht gewarte kurz einer. So ungefähr die PC, der sind ja sowieso nichts weg, die können warten. Wenn die jetzt nicht geht, dann kommt Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Ich mal zum Häuptling-Achtungskampf gehen. Hält aus. Natsuka. Ich freue mich schon heute. Heute kommt ja der Dings Roy Rumble. Heute Nacht. Ich überlege, ob ich mir das live reinziehe. Ich glaube, dass ich mir morgen später spät Nachmittag da angucke. Bausimulator? Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakusa kamen sie teuer zu stehen. In's echt, sagt er. In's real life. Was musst du machen? Ich spreche mit dem Mund von Sauron.
dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an den Morgai fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in Nanungoy aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört deiner Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Was ist das für ein privat ist unser letztes Wort. Hier. Beruflich. Mach ich privat jetzt. Aber ich bin so. Der Hauptmann musste ihn von seinem Leich erlösen. Alle Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Baggerschein. Ja, aber der kostet kurz ein paar tausend. Baggerschein kostet ein paar tausend. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Das ist ja jetzt ja kein, LKW, wo der jetzt so sonst so viel beachten muss. Doch, beim Bagger schon. Ich stell mir das eher vor wie, Größe, wie der große Bugel von den Dings hier, von den Gabelstapler. Nee, also, Stapler fahren ist, glaube ich, so das Einfachste. Da hab ich auch Scheiße. Musst du den zweimal, ich hab den zweimal gemacht, was ist total dämlich. Nee, ich hab gleich einen ganz großen. Wer hatte diese blöde Idee? Ja. Warum sind alle wir hier? Du bist ebenso dumm wie inkompetent. Jetzt kommt Werk, meine Zeit! Wem gehört deine Loyalität? Als Baggerfahrer und dann muss halt wenn du Vorstellung zu sprechen hast, ist es ja sowieso von der AGN finanziert. Wenn ich denn nur ein, wenn du jetzt zum Beispiel Baggerschein hast, dieser Verrat hat schon nach dir gestunken. Wo macht man den Schein? Oder wo macht man den Schein? Ich denke mal, dass ich den dann in Anheim oder so machen muss, bei... Das hat er immer. Das Ganze genau viermal. Stabilisiert ist dafür. Der Tyrann ist tot! Oder halt eine Fahrstuhl, die alles ausbildet. Ich gebe euch eure Freiheit! Ja. Aber find mal so einen. Ja, bei uns gibt's hier in Berlin gibt's eine. Wo? Bei Berlin, bei uns hier hinten. Ach, ich warte, jetzt ob ich jetzt nach Berlin fahre wegen so einem Schein. Nein, noch nicht Berlin. Wörbelin, nicht Berlin. Ach, Wörbelin, ich hab Berlin verstanden. Wohnen ja nicht in Berlin. Wohnen ja immer noch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, nicht mit Baden-Württemberg. Und hast gestern noch dein PC soweit eingerichtet? Ja. War noch fertig. Das Ding war halt, dass ich dann über Nacht komplett alle Updates neu draufspielen musste. Boah, das hat mich völlig wissen, wie lange das gedauert hat, ey. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eben erst fertig geworden. Ich liebe es, das dauert übel lange bei dir, ey. Waren auch fast 200 Updates. Was war denn das für eine Windows-CD, ey? Das ist 8er. Ach, Windows 8 hast du jetzt? Ja.
Ja, gut, dann kann das natürlich sein, wenn das jetzt eine von der Anfangsversion ist. Windows 8, dann ist ja klar, dass du dann so viele Updates ziehen musst. Ja, aber ich habe schon Windows 10 neu drauf. Das ist ein bisschen stressig. Gerade wenn ich jetzt dann den neuen PC habe. Ja. Aber vielleicht geht das jetzt trotzdem. Vielleicht kannst du jetzt endlich mal Multiplayer spielen. ETS oder so. Ja, ich hoffe's. Ist es denn gerade beim Runterladen oder ist es schon fertig? Nö. Nö, ist schon alles fertig geladen, aber ich hab noch nichts gestartet, weil ich gerade die Der optimiert auf deine Spiele quasi. Ja. Aber das mache ich immer selber. Aber wenn es nach dem Zugang geht, dann ist meistens alles auf niedrig, ey. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das Ding eigentlich immer benutzt, weil ich habe. Ja, das ist gut halt für den. Da hältst du da halt deine Grafikkarte auf dem aktuellen Stand. Ja, aber ich habe da halt auch so an sich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Eurotruck habe ich ein ganzes Problem gehabt, dass ich, wenn ich die Einstellung gemacht habe, die Grafikeinstellung, ich habe Knochen so hart wie Stein, so habe ich auch den Sturz überlebt. Deswegen habe ich die Einstellung über die App, das Ding gefunden. Naja, vielleicht ändert sich das ja jetzt. Vielleicht geht's ja jetzt. Ja, also ich hoffe es mal, weil echt, das ist so nervig, wenn dann mal was funktioniert. Ja, gestern ging ja gar nichts mehr über dir, ey. Also. Mein Erbe. Ging ja nicht mal ATS. Ja. Nicht so funktioniert. Tarkrag. Scheiße, ich muss mir noch den Radlader. Nichts anhaben! Luten! Verdorrt bin ich! Verdorrt! Hier ist mein gleicher Mist! Beim letzten Mal und auch jetzt nicht! Er hat ihn erwischt! Diesmal flüchtest du nicht, Weißhaut. Jetzt wirst du sterben. Ha! Mich täuschst du nicht! Ob sie klug ist? Das ist der älteste Trick der Welt! Boah, Alter.